is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Das Gericht bei der Wiederkunft. So ermahne ich dich inständig vor Gott und Christus Jesus, der da kommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten, und bei seiner Erscheinung und seinem Reich. Die Gerichtsszene wird sich im Beisein aller Welten abspielen. Denn in diesem Gericht wird die Regierung Gottes gerechtfertigt werden und sein Gesetz als heilig und gerecht und gut dastehen. Dann wird jeder einzelne Fall entschieden und über alle wird das Urteil gesprochen werden. Die Sünde wird dann nicht mehr attraktiv erscheinen, sondern in ihrer Scheußlichkeit erkannt werden. Keine menschliche Sprache kann die Szene schildern, wenn der Menschensohn in den Wolken des Himmels wiederkommt. Er wird in seiner eigenen Herrlichkeit und mit der Herrlichkeit des Vaters und der heiligen Engel kommen. Er wird bei seinem Kommen in das Lichtkleid gehüllt sein, das er schon seit Ewigkeit getragen hat. Engel werden ihn begleiten. 10.000 mal 10.000 werden ihn auf dem Weg begleiten. Posaunenschall wird ertönen, der die schlafenden Toten aus dem Grab ruft. Die Stimme Christi wird das Grab durchdringen und den Toten ins Ohr gehen. Und alle, die in den Gräbern sind, werden hervorgehen. Und alle Völker werden vor ihm versammelt. Der, der für den Menschen gestorben ist, wird ihn am jüngsten Tag auch richten. Denn der Vater hat alles Gericht dem Sohn übergeben. Und er hat ihm Vollmacht gegeben, das Gericht zu halten, weil er der Menschensohn ist. Was wird das für ein Tag sein, an dem alle, die Christus abgelehnt haben, auf den schauen werden, der von ihren Sünden durchbohrt wurde? Bei seiner Wiederkunft wird jeder Betroffenheit empfinden. Wer sich von ihm ab und den unwichtigen Dingen dieser Erde zugewandt hat, indem er selbstsüchtigen Interessen und weltlichen Ehren nachgegangen ist, wird am Tag seiner Wiederkunft seinen Fehler zugeben. Das sind die Menschen, von denen Johannes in der Offenbarung sagt, es werden wehklagen um seinetwillen alle Geschlechter der Erde. Alle, die ihn durchbohrt haben, diese Worte beziehen sich nicht nur auf die Männer, die Christus buchstäblich durchbohrten, als er am Kreuz von Golgatha hing, sondern auch auf solche, die ihn heute durchbohren, indem sie böse reden und falsch handeln. The Lord is coming. Are you